Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen an den Fernsehern und Fernseherinnen, an den Empfangsgeräten. Ich grüße euch aus Hamburg, ich da Honk, zu einem neuen Let's Play. Ich erzähle euch mehr zu diesem Spiel, nachdem wir gestartet sind. Aber erstmal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, Überraschung, nicht wahr? Wir fangen mal an. So, wie ist dein Name, Reisende? Ja, leider ist dieses Spiel ein klein wenig sexistisch. Ich kann nämlich nur eine Frau spielen. Und ich kann nicht mal ein großes H ans Ende setzen, wie ich das normalerweise mache, sondern ich muss ein kleines H haben. Super. Okay. Ich bin die Honk. Moin. So. Hoffen wir mal, dass die Ladeschirme nicht allzu lang sind. Ich habe das Spiel nur ganz kurz angetestet, aber ihr werdet das noch später erfahren. So, wir sind auf einem Schiff. Wir können hier, glaube ich, noch nicht viel machen. Oh, geil, Pfeiltasten funktionieren. Das ist nicht selbstverständlich, wie ich euch später noch erzählen werde. So, kann man hier noch irgendwas machen? Nö, man kann nur mit den Mitreisenden sprechen. Wir sind hier offensichtlich gefangen auf einem Schiff. Gefangene. So, mit ihm kann ich nicht sprechen. Mit ihm oder ihr. Und mit dieser Person. Okay. Interagieren? Huhu. Ja. Ja, ich habe interagiert. Ich glaube, ich muss E drücken, ne? Forgive Ja. an old woman, but I forgot your name. What was it again? Also, dieses Spiel hat nur englische Sprache und ihr könnt das da lesen. Und es wird nur ganz kurz eingeblendet. Ich weiß, der eine oder andere wird schreien und sagen, ich kann das so schnell nicht lesen. Also, sie fragte mich nach dem Namen. Also, es ist eine Sie. Would you mind getting my book from the sleeping quarters? It would spare my bones the trip. It's called Great Voyages. Hilf einer alten Dame. Wir haben eine Queste. Die kann ich hier gucken. Ja, die Steuerung ist ein bisschen seltsam. Und sie ist übrigens auch nirgendwo dokumentiert, nirgendwo ich es finden konnte. Ja, das ist ein klein wenig seltsam. Die alte Dame, die mit uns reist, hat mich gebeten, ihr Buch aus dem Schlafquartier zu holen. Ja, glücklicherweise weiß ich schon, wo das Schlafquartier ist. So weit habe ich bisher schon gespielt. Ich werde euch nicht erzählen, wie weit ich gespielt habe. Und da scheint das Buch zu sein. Ist wieder E, ne? Eigentum von Clara S. Punkt. Falls verloren, bitte zum Hafen von Lindo bringen. Die nördlichen Meere wurden größtenteils noch nicht erkundet. Forscher schätzen, dass sie unfassbar weitläufig sind und kleinere Expeditionen konnten unzählige Inseln. Warte mal. Oh, das kennen meine Stammzuschauer, falls du hier neu bist, schon. Der alte Honk und das Rülps. Und kleine Expeditionen konnten unzählige Inseln voller diverser Lebensformen und unbekannter Gemeinschaften finden. Aufgrund der unberechenbaren und gefährlichen Natur dieser Gewässer sind viele Erkundungsschiffe bei dem Vorhaben verschollen, zu forschen und neue Handelsverträge zu schließen. Alle Blicke gen Horizont. Oh. Ist ja viel, was in dem Buch steht. So, ich denke mal, ich muss jetzt Sie anquatschen, damit das. Thank you very much. Boah, ist das laut. I've read this old book many times. Seems I find something new each read. And no matter how many times I've read it, it never fails to get me excited for adventure. Also, Are you the adventuring type? sie findet jedes, also sie fragt mich jetzt gerade, ob ich ein Abenteurer bin. Aber sie findet jedes Mal, wenn sie dieses Buch liest, viele, viele neue Dinge darin. Ich frage mich, also bei dem Inhalt, den wir jetzt gelesen haben. ja, ich bin ein Ah, Abenteurer. after my own heart. I've had a lifetime of it, believe it or not. If you're sticking around in Eastshade, maybe I'll tell you all about it sometime. Captain Ilona told me we'll be landing in Lindo shortly. I think we're all antsy to arrive. Okay, sie hat mir gesagt, dass sie auch eine Abenteurerin ist und mir viel erzählen kann, wenn ich in Lindo bleibe. Das ist die Stadt, in die wir kommen, oder das Dorf, in das wir kommen. Und sie dann frage. Aber ich glaube nicht, ich hab sie dort nicht getroffen, aber ich habe nur ganz wenig gespielt. So, du hast gerade von einem neuen Thema erfahren. Du kannst jetzt nach diesem Thema fragen, wenn du die Thema-Wählen-Option auswählst. Nicht jeder hat zu einem bestimmten Thema etwas zu sagen.
Ja, wie im Real Life halt, ne? So, wie sieht's aus? Kann ich noch? Nö. Und was ist mit ihm oder ihr I've hier? never been to Ished. I've heard wonderful things about it. Did you know that the people there used to cover their mouths with garments? I've heard that since gone out of style. Quite a strange fashion fad, if you ask me. As Da long as ist. Ishe doesn't rock like this ship, I will love it. Da ist wohl Corona ausgebrochen in Lindo, ne? Weil er sagt so von wegen, die haben da eine neue Mode, dass sie ein Stück Stoff sich vors Gesicht binden. Haben wir auch seit einiger Zeit hier in Hamburg und in Deutschistan und auf diesem Planeten und so. Mach mal. Lindo. It's the quaint little seaside town we'll be landing in. It's one of the many gems of the country, I hear. Okay, also ist ein kleines Dorf und ein Juwel des Landes. Okay. Tschüss. Almost there. Almost there, sagt er. Oh, ja. Wir haben wohl gerade angelegt. Oh, that did not sound good. Nö, das sieht nicht gut aus, nö. Hilfe, Hilfe. Alter, was hier los? Wir kommen hier nicht raus. Und denn? Ja, Ja. Wir werden alle sterben. Na sowas. Okay. Lass mal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, Musik. Digga. Habe ich dir schon von der Reise, die dein Vater und ich nach Lieschen unternahmen, erzählt? Erzähl's mir noch mal, Sam. Von all den Ausflügen, die wir unternahmen, war dieser mein Liebster. Weißt du, wenn du jemals nach Inspiration für deine Bilder suchst? Ich weiß, Mutter. Sag mir, dass du da eines Tages hinfährst. Versprich mir, dass du das tust. Ja, mache ich gerade, aber das Schiff ist untergegangen. Ich verspreche es, wenn das Schiff nicht untergeht und ich ertrinke. Der Gedanke, dass du Eastshade erkundest, er macht mich so glücklich. Ich weiß genau, dass du dort Inspiration finden wirst. Das wird ein so großartiges Abenteuer, okay? Das wird so ein großartiges Abenteuer. Ich bin heute nicht gut im Vorlesen. Vielleicht hätte ich das Let's Play nicht heute anfangen sollen. Hör mal, es gibt da ein paar Orte, die du dir einfach ansehen musst. Du musst den riesigen Baum malen. Ah, ich erinnere mich, als sei es erst gestern gewesen. Und doch, ne? Woher weiß ich, welcher Baum das ist? Du läufst schon nicht daran vorbei, glaube mir. Und die Tiffmoor-Klippen. Ah, die wunderbare Aussicht. Ich kann mir dich genau vorstellen, wie du an deiner Staffelei stehst und ein wunderschönes Bild malst. Der weite Himmel und das endlose Meer inspirieren jeden Künstler. Ich denke, ich bin eine Künstlerin. Das ist alles nicht konsistent hier. In Ordnung, werde ich machen. Und die Stadt. Da gibt es so ein prächtiges Gebäude im Stadtzentrum vom obersten Stockwerk aus. Siehst du die ganze Stadt und noch viel mehr. Da kannst du gar nicht widerstehen. Das musst du einfach mal. Ach so? Ah, bald wirst du da sein. Ach so, du solltest dich ausruhen, Mutter. Ah, ist das laut. Mutters letzte Wünsche. Während ich ertrinke, Eastshade. Eastshade. Okay. You've woken. Ja, bin aufgewacht, sagt er. Ja. Freut mich, gewogen zu sein. Ja, ich fühle mich okay. Hat meine Staffelei. Gib her den Lachs. Will ich haben. Inventar öffnen, Tab. Ja, das hätte man mir früher sagen sollen. So, da ist das Inventar. Es ist schön leer, wie man sieht. Da könnte ich Bilder malen. Du hast noch keine Bilder oder Leinwände erstellt. Sobald du eine Leinwand anfertigst, kannst du sie hier finden. Gott, ist der Spielsound laut. Ich glaube, ich muss den gleich mal runterstellen. Alter. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir das gerade in die Ohren brüllt. Ich drehe den mal runter. Hoffentlich funktioniert das, ohne das Spiel zu wrecken. Okay, ich habe den jetzt auf die Hälfte gedreht. Erinnert mich daran, dass ich das nachher im Editor runterdrehe. Aber ich finde das so geil, dass ich jetzt Pfeiltasten verwenden kann. Anfänglich konnte man nämlich in diesem Spiel nur WASD verwenden. Do you remember what happened?
Fragt mich, ob ich mich erinnere, was passiert ist. Ich war auf einem Schiff, es ist auf ein Riff aufgelaufen. Ich habe mein Gedächtnis nicht verloren. Okay, ich nehme mal erstes. Glad your memory's intact. You washed up on this beach just a short while after the ship sank. One doesn't last long in water this cold. Also ich muss sagen, bei dem Slang, den die meisten Sprecher hier haben, ne? Also ich verstehe eigentlich sehr gut Englisch. Und gerade britisches Englisch, das soll wohl sehr, sehr britisch sein, very britisch, ne? Aber da kommt auch sehr viel Schottisch und wohl auch Fantasie-Schottisch und Irisch mit rein. Ich weiß nicht, welche Landsleute die Leute sind. Haben alle anderen überlebt? Wo sind wir? Ich kümmere mich mal um meine Leute. Also wenn die Übersetzung unten nicht geschrieben wäre, dann würde ich manchmal Probleme haben, das zu verstehen. Wo sind wir? I usually don't take visitors, but in this case I can hardly blame you for floating in unannounced. Also ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich kann das nicht alles übersetzen und ja, es ist einfach zu schnell. Ist ein großer Kritikpunkt an dem Spiel, muss ich sagen. Nämlich, wenn man schon, also es kann ja nicht jeder Englisch, ne? Das musste ich ja auch durch meine Let's Plays erfahren, dass wenn ich halt englische Begriffe verwandt habe, dass manche Leute gesagt haben, geht nicht, kann es nicht machen. Und also dieses Englisch da, ne, das kann wirklich nicht jeder verstehen. Und dieses schnell lesen, ne? Ich kann es, aber ich kenne Leute, die da sagen werden, halt, kannst das nochmal anzeigen. Also wenn schon, ne, keine deutsche Übersetzung von dem Spiel da ist, würde ich mir doch von den Entwicklern oder dem Entwickler, ich glaube, es ist nur einer, wünschen, dass das ein bisschen länger angezeigt wird. Wurde auch meine Habe angespült. Only your easel. It must mean a great deal to you. Even the frigid tide couldn't bring you apart from it. Also das hätte ich zum Beispiel nicht verstanden. Er hat gesagt, also meine Staffelei, ne? Und also die ist angespült worden, sonst nichts, ne? Und ich habe verstanden, mein Weasel ist angespült worden. Also, das geht mal gar nicht. Danke, dass du sie getrocknet hast, also meine Staffelei. Alter, was ein Slang, ne? Danke für deine Hilfe. So, also das Spiel ist wunderschön, muss man einfach sagen. Eine der Besonderheiten, jetzt kann ich ja mal anfangen zu erzählen, ist, es ist ein gewaltfreies Spiel, soweit ich mitgekriegt habe. Man kämpft hier nicht, hat keine Gegner, tötet nichts, wird nicht getötet. So viel ich weiß, kann man nicht sterben, sondern, also ich rede jetzt auch von Sachen, die ich halt von anderen erzählt bekommen habe oder die ich halt aus Reviews. Ich lese mir natürlich Reviews über Spiele durch. Ist das nicht wunderschön? Ich finde das super. Oh, es ist so schön. Da draußen liegt unser Schiff. Und von dort wurde nur mein Wiesel angespült. Da irgendwo ist Lindo. So, nö, also was mir erzählt wurde und was ich so aus Reviews gelesen habe, es ist eines der wenigen Spiele, die völlig gewaltfrei sind. Es erinnert mich sehr stark an die Serie Myst mit Y, nicht Mist. Also das Mistspiel, wo du Zombies erklopst. Und es hat scheinbar einiges damit gemein, sowohl Positives als auch Negatives. Also ich finde das wunderschön hier. Wir gucken mal ins Journal, was wir jetzt zu tun haben. Mutters letzte Wünsche. Mutter wollte, dass ich immer, dass ich Eastshade besuche. Sie wollte, dass ich 4 ihrer Lieblingsorte auf der Insel male. Oh, diese Möwen sind immer noch tierisch laut. Einen riesigen Baum, die Tiffmore-Klippen und den höchsten Gipfel und die Aussicht vom Gemeindeturm in der großen Stadt. Immer noch Hölle laut. So, ja. Das, was wir jetzt machen sollen, darüber wird natürlich nicht gesagt, aber ja, ich bin nach Eastshade schon gekommen, als ich dieses Spiel angefangen habe zu spielen. Und nein, Horsti, du hast mich nicht zu diesem Let's Play und diesem Spiel inspiriert. Ich habe dieses Spiel lange gehabt, bevor du es gehabt hast. Das war damals im Discount. Oh, das ist ewig lange her. Ich glaube, ich bin einer der ersten Leute gewesen, die dieses Ding gekauft haben. Hier kann man Dinge sammeln. Das mache ich gern. Ja, wir gucken einfach mal, was man hier alles sammeln kann. Mhm, da ist ein Stöckchen. Daraus kann man später was craften. Also was ich bisher mitbekommen habe, jetzt sind wir in Lindo. Was ich bisher mitbekommen habe, wir sind das erste Mal nach Lindo gekommen. Inspiration. Bilder zu malen kostet dich Inspiration. Du erhältst neue Inspiration, wenn du neue Orte siehst und neue Dinge ausprobierst.
Ja, das ist ja fast realistisch, ne? Fast. Okay, Alpha-Wände gibt es hier auch. Okay. Nein, also ich will nicht zu viel über das Spiel meckern. Der Grund, weshalb ich es erst spät angefangen habe zu spielen und auch bisher noch nicht viel gespielt habe, also nur angefangen habe und dann. Ich sammle hier mal schön ein und dann kann ich euch erzählen, denn das ganze Zeug brauchen wir. Das respawnt übrigens auch. Geil. Nein, der Grund, weshalb ich das Spiel erstmal nicht gespielt habe und dann nur sehr wenig gespielt habe, war, dass anfänglich erstmal es einen Bug in diesem Spiel gab, der dafür gesorgt hat, dass das Menü verrückt gespielt hat, also so, dass man nicht ins Spiel reinkam, wenn man bestimmte USB-Devices angeschlossen hatte. Und es war einfach nicht klar, welches von meinen hunderttausenden USB-Geräten, die ich hier habe. Ich habe zum Beispiel eine USB-Soundkarte, ich habe mehrere USB-Lesegeräte für Karten und ähnlichen Spaß, USB-Festplatten, und was nicht alles, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Naja, wir wollen natürlich gleich wieder nach Lindo zurück. Ich will hier nur mal gucken, ob man hier noch irgendwas sammeln kann und euch dabei erzählen. Also das machte es mir erstmal überhaupt unmöglich, für die ersten Monate das Spiel zu spielen. Ich habe versucht, ach, kann man hüpfen? Ja, ich kann hüpfen. Ich habe versucht, mit dem Entwickler halt über die Steam-Seite Kontakt aufzunehmen und das hat auch geklappt. Aber er hat Stein und Bein behauptet, es ginge nicht. Er könne diesen USB-Bug nicht beheben. Und ich sollte doch ganz einfach alles abstöpseln von meinem Gerät. Ich habe auch alles Unnötige abgestöpselt. Ich denke mal, es ist meine Soundkarte, meine externe Soundkarte gewesen. Und ich verwende keine internen Soundgeräte. Dafür müsste ich alles umkonfigurieren. Das würde beim Musikmachen Probleme geben. Ich mag ganz einfach keine multiplen Audiogeräte in meinem Setup haben. Und deswegen, ja, so leid mir das tat. Also er sagte Stein und Bein, es wäre für ihn unmöglich, also der Entwickler, es wäre für ihn unmöglich, diesen Bug zu beheben. Deal with it. Also er gab mir dann auch ganz klar den Rat zu refunden, also das Geld zurückzuverlangen von Steam und auf das Spiel zu verzichten. Aber wie sich hinterher herausstellte, war es dann wohl doch nicht unmöglich, den Bug zu beheben. Er hat ihn dann wohl behoben. Oh, eine Feder. Und dadurch konnte ich das Spiel dann spielen. So, wir sind bei 17 Minuten, fast eine Folge. Na, das ist ja was. Nee, da will ich noch nicht runter. Weil wir wollen jetzt erstmal nicht erkunden, wir wollen jetzt, ich wollte jetzt eigentlich nur einsammeln. Ja, und dann der nächste Fauxpas, würde ich sagen, des Entwicklers war, dass er Stein und Bein behauptete, ein Tastaturmapping wäre unmöglich. Das macht er auch heute noch, das sagt er auch heute noch. Also es ging damals darum, also ich sage extra damals, weil es wirklich schon lange her ist, dass damals nur WASD-Steuerung möglich ist. Und wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, ich komme von der Amiga-Kiste her und habe mir die Tastatur, also die Pfeiltastensteuerung, nie abgewöhnen können. Ja, und das war das nächste, was mich eigentlich dann gestört hat am Spiel und mich davon abgehalten hat, es zu spielen, weil WASD mir ganz einfach die Fingerchen bricht. Sagen wir es so. Ach, das ist so schön hier. Ja, und dann hatte ich halt andere Let's Plays. Ihr wisst ja, ich bin gut beschäftigt und bin zu nichts gekommen. Und jetzt, wo ein anderes Spiel, das erzähle ich dann gleich, wenn wir ein bisschen weiter sind. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen hier weiter mit dem Spiel. Aber wenn wir dann weiter sind, dann werde ich euch erzählen, warum ich jetzt doch mit EaseChat, also mit einem neuen Let's Play anfangen kann und will, obwohl ich eigentlich gut beschäftigt bin. Das wird einfach. Übrigens, der Soundtrack gefällt mir ausnehmend gut. Deswegen wird hier auch keine Musik von mir oder von anderen oder was auch immer eingeblendet. Hier bleibt der Original-Soundtrack, weil er ganz einfach wunderschön ist. Wie dieses gesamte Spiel. Es ist ein Meisterwerk, ja. Ja, da ist ein Junge, der hält sich für einen Vogel. Wir müssen natürlich ganz inklusiv und lieb sein. Kann ich nicht gut fliegen? Du fliegst ja gar nicht richtig. Ich bin ehrlich. I could actually fly if I put my mind to it. My dad says that I can do anything as long as I put my mind to it. Also er weiß, dass er nicht richtig fliegt, aber wenn er sich richtig anstrengt und so weiter, und da hat ihn sein dummer Papa auch noch drin bestätigt, dann kann er fliegen. Natürlich, Hirsche können fliegen oder Elche oder
Manche von euch werden mich wahrscheinlich schrecklich finden, weil ich solch ein wunderschönes Hippie-Spiel, sage ich jetzt mal, ja, in meinem Stil spiele. Ja, dann eben abschalten, ne? Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob er Fliegen damit meinte. Oh.